Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute geht es um MetaViped. Das I.O. findet heute statt. Ich habe schon alle Infos in einem Video rausgebracht vor 2 Wochen. Also eigentlich solltet ihr up to date sein. Ich werde heute wieder über Adapet mitmachen. Ich werde nochmal eine Step-by-Step-Durchklickung machen. Ihr könnt live dabei sein. Aber vorweg, ich bin kein Anlagenberater für Gewinne oder Verluste, bin ich verantwortlich und dieses Video ist lediglich für Bildungszwecke. Also, immer macht euren eigenen Research, wenn ihr in Launchpads investiert oder irgendwas machen wollt. Also, jetzt starten wir aber erstmal. Ich bin hier auf der MetaViped, um dieses IDO handelt es sich heute. Das ist die Homepage, ich werde jetzt nicht hier nochmal drauf eingehen, das habe ich schon gemacht. So, hier sind wir auch schon auf Adapet. Und zwar, ich gehe auf Open App. Und da sehe ich Projects Open Now. Ich muss meine Wallet connecten. Die ist jetzt connected. Ich habe auch mein KYC. Das ist wichtig. Ich habe meine Anzahl Token hier gestaked. Das ist auch wichtig. Whitelist Requirements sind alle erfüllt. So, da ist es auch. KYC ist grün. Dann gehe ich jetzt mal hier drauf und schaue mir das an. Super. Your Balance. Ich habe BUSD. Ich habe BNB für Transaktionsgebühren. Ich bin immer noch nach wie vor im Bronze-Tier. Die Allocation Round geht jetzt hier in 4 Stunden, dann wird die geclosed. Ich habe 37 BUSD zur Verfügung, die ich nutzen kann, um Token zu kaufen. Soweit ich weiß, ein BUSD gleich 1000 Token. Das entspricht ungefähr 37.000 Token, die ich damit kaufen kann. Das finde ich schon mal ganz schön. So, dann haben wir hier die Project Details. Open, first come, first served. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich da nachher mehr Glück habe. Bei den letzten 2 Projekten hat es leider nicht geklappt. Ich hoffe, dass es heute klappt. Und dann seht ihr nochmal die Swap Rate und die Schedule an sich. Das ist die Allocation, first come, first served. Und das ist das Ende. Und nochmal hier wird sein, wann ich meine Tokens claimen kann. Das ist auch wichtig, glaube ich, für jeden zu wissen. Und zwar, wenn ich jetzt diese Tokens gekauft habe, dann werde ich einmal werde ich meine 10% rausholen können bei DEX Listening. Und dann gibt es Nummer 2, da werden die restlichen 90% gegeben. Das heißt, ich kann die claimen am 12.01.22 ab 15 Uhr. Dann bekomme ich die restlichen 90% claimen. Das machen die einfach auch als Schutz, weil die wollen natürlich nicht, dass die Leute, die kaufen hier oder dort früh mitmachen können, die gleich alle auf den Markt schmeißen. Ne? Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Im Gegenteil, ich mache das sowieso nicht. Ich halte die ganzen alle und stake die in diesen Plattformen. So, da bin ich wieder drin. Ich muss sogar meine Wallet connecten. Jeder hat seine eigene Strategie natürlich und jeder muss selber wissen, was er damit machen möchte. Wenn ihr großes Interesse habt, mein Denken über Launchpads oder meine generelle Strategie mit Launchpads oder was ich generell so ein bisschen denke, dann schreibt mir das in die Kommentare und ich werde ein separates Video dazu machen und euch etwas darüber erzählen. Also, ich bin hier jetzt auf dem MetaViped. Ich muss meinen Account approven. Your Balance ist natürlich, ja, das habe ich drauf. Ich möchte natürlich die vollen Maximalbetrag hier approven. Dann give permission access to BUSD. Natürlich, das kostet mich jetzt eine Fee von 0,19. Das ist auch okay. Das geht jetzt wieder im Moment. Okay, die Transaction wurde confirmed. Das ist super. Und jetzt kann ich auf Join Pool gehen. Ich möchte meinen Maximalbetrag da rausholen. Ich zahle jetzt meine 37, irgendwas Dollar. Hab nochmal eine kleine Transaktionsgebühr. Und da gehe ich auch auf Bestätigen. Zack, Confirm Transaction. Hat super geklappt und da seht ihr es, ich habe geswappt 37,8 BUSD zu 37.895,6 MetaViped Token. Fantastisch. Diese Zahl bringt mich schon sehr nahe an mein erstes Tier an MetaViped. Ich gehe mal davon aus, ich werde auch dort Minimum 50.000 Token brauchen, um dort bei IDOs mitzumachen in der niedrigsten Tierklasse. Ich lasse mich mal überraschen, wie das jetzt mit der First Come First Served Round stattfindet, ob ich dann noch ein paar Token generieren könnte. Das wäre natürlich fantastisch. Wir sehen uns nachher wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Und zwar, jetzt ist die Vorbereitung für die First Come First Served Round. Und die öffnet sich, oder die beginnt in genau 11 Minuten und 30 Sekunden ungefähr. Was ich jetzt schon mal machen muss, ich muss meinen Betrag bestätigen. Und zwar, jetzt schauen wir mal, wie viel kriege ich denn? 10 Mücken. Ich könnte noch mal rein theoretisch 10 BUSD tauschen für MetaViped Token. Das mache ich natürlich approve. Das natürlich immer bestätigen.
So, die Transaction wurde confirmed und wenn jetzt die 10 Minuten abgelaufen sind, dann kann ich schnell diesen Pool joinen und hoffen, dass ich natürlich diese extra Coins bekomme. So, hier laufen die letzten paar Sekunden und dann wird die Auktion geöffnet. Man sieht hier, es hat noch ein paar kleinen Prozentsatz über. Um den kämpfen jetzt die letzten Leute in diesen Tiers. Und ich hoffe, dass ich diesmal mehr Glück habe. Ich habe noch eine Allocation bekommen von eben 10 BUSD. Das würden mir nochmal extra 10.000 Token geben. Sprich, dann hätte ich insgesamt 47.895. Und damit wäre ich wirklich nicht weit von den 50.000er Tier, wenn es dort eins geben wird. 6, 5. Jetzt wird es spannend. Auch hier hat es mal wieder nicht geklappt. Es ist echt übel. Ich meine, das ging so schnell. Die Seite hat bei mir nicht mal geladen und dann war die Auktion auch schon durch. Man sieht schon, es ist closed. Es ist echt brutal. Also wirklich, da muss man echt Glück haben. Ich weiß nicht wie, ja, vielleicht ist mein Rechner einfach zu schlappe, aber das bezweifle ich. Es ist einfach wirklich eine Glückssache. Naja, nichtsdestotrotz, ich habe trotzdem hier meine Coins und ich bin somit zufrieden. So, das war's mit MetaVPad-IDO. Ich hoffe, ihr hattet wieder einen kleinen Einblick. Lasst ein Like da, subscribe, wenn ihr wollt. Und folgt mir auf Twitter, dort teile ich gerne und oftmals Sachen, die mich interessieren. Wenn ihr Fragen habt eben zu Launchpads und dem Ganzen drumherum ein bisschen, dann schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, eure Fragen. Ich werde sie dann beantworten und werde dazu ein extra Video machen. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.